Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit den PS4-News, diesmal fast zur Mitte der Woche. Und wir fangen direkt an mit Sniper Elite. Ein neuer DLC ist draußen, sprich Teil 3 von Deathstorm. 3 Teile sollten es werden. 3 sind es jetzt geworden. Das Schöne ist, wir haben neben der Erweiterung, natürlich der Singleplayer-Erweiterung, zusätzlich auch Multiplayer-Inhalte mit dabei. Und zwar gibt es eine gratis Survival-Map, also für diesen Horde-Modus, und eine gratis Multiplayer-Map. Die beiden Sachen sind also gratis mit im dritten Part des Deathstorm-DLCs enthalten. Das heißt, ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es die Multiplayer-Maps auch einfach so. Hätte ich vorher starten sollen, könnt ihr ja einfach machen, schaut mal nach. Aber ansonsten, wie gesagt, Part des dritten DLCs für Sniper Elite. Was aber auf jeden Fall wirklich gratis ist, wie immer, Titanfall. Neuer DLC erwartet uns am 25.07. und da ist wieder was dabei, was ich richtig, richtig super sahne, mega geil finde. Hat mir bei Titanfall 1 schon gefallen. Horde-Modus. Horde-Modus kommt jetzt auch nach Titanfall 2. Dazu gibt es eine neue Livefire-Map und die Map Rise wurde remastered. Und der Horde-Modus natürlich 4 Player versus, ja, Titan und alles mögliche. Trailer dazu läuft im Hintergrund und sieht wirklich richtig klasse aus. Am 25.07. wie gesagt in Titanfall 2 könnt ihr dann auch in einem Horde-Modus loslegen. Und dann einen Monat später kommt dann auch War of the Chosen, der DLC, heiß erwartet, jedenfalls bei mir auf alle Fälle heiß erwartet, für XCOM 2. Ihr werdet ja einige neue Klassen spielen können und so nach und nach bekommen wir sie einzeln vorgestellt. Und hier im Video im Hintergrund läuft gerade der Templar, sieht nach einer Klasse aus. Eine Klasse? Ist es eine Klasse? Ja, super, eine Klasse. Goodie, deine Wortschöpfung heute wieder berauschend. Also, eine sehr coole Klasse scheint dort auf alle Fälle bei War of the Chosen dabei zu sein. Ja dann, was ich sehr interessant fand, Ubisoft hat jetzt bekannt gegeben, dass die Verkäufe im digitalen Markt 85% ihrer Umsätze betrugen. 85% Digitalverkäufe. Also mit so viel habe ich im Leben nicht gerechnet. Ich muss sagen, als die Sache so kam mit Xbox One, PS4, bin ich eigentlich darauf umgestiegen, digital zu kaufen. Ganz einfach deswegen, weil ich wollte keine CD wechseln. Das nervt einfach, man macht seine Spielebibliothek auf, sagt, ich will das zocken und dann kommt er wieder der Hinweis, bitte legen Sie die CD ein. Oh, ich hasse das. Nicht, weil ich zu faul bin, hier vom Sofa aufzustehen oder so, sondern einfach halt, es ist einfach ungemütlich und deswegen ist digital kaufen geil. Und wenn ich dann auf die digitalen Preise schaue, dann ist es weniger geil. Und wenn ich das dann wieder verkaufen will, ist es noch weniger geil. Also es gibt nicht so viele Gründe, außer der CD-Wechsel, die für einen Digitalkauf sprechen. Man bekommt es meistens auch noch später. Also man hat es zum Release um Mitternacht, aber bei den meisten Versendern hat man es schon 3 Tage vorher. Also deswegen, die Vorteile für den digitalen Kauf sind gar nicht so immens und trotzdem macht Ubisoft 85% ihres Umsatzes mit Digitalverkäufen. Wundert mich sehr, was auf alle Fälle daran auch sehr interessant ist, wenn so diese Gaming-Charts kommen, die verkauften Titel, verkaufte Einheiten von dem und dem Spiel und so weiter, dass sich diese Zahlen ja meist auf den Retail-Verkäufen, also sprich den Verkäufen über die Ladentheke generieren. Und wenn dann so wahnsinnig viel digital gekauft wird, dann ist doch die Aussagekraft davon, ja, geht beinahe gegen Null, ne? Also ich kann mir diese extrem hohe Summe fast gar nicht vorstellen, aber wenn es denn so ist, ich meine, klar, die Welt wird immer digitaler, viele. Wie macht ihr das? Sagt mir einfach mal in den Kommentaren, was macht ihr? Digital kaufen, Retail kaufen, gebraucht kaufen, was auch immer. Wie gesagt, wie mag euer Spielealltag aussehen? Mit CD rein und raus oder mit Download an Download aus? Und auf welchen Titel können wir uns so richtig am 27.10. freuen? Wolfenstein, die Fortsetzung. The New Colossus war es, glaube ich, der Name. Bombe, ich freue mich riesig drauf. Die Trailer sahen klasse aus und im Hintergrund läuft wieder ein mega geiles Video. German or Ads, eine TV-Show im amerikanischen Fernsehen, wo getestet wird, wie gut die Leute Deutsch können, weil die englische Sprache wird es nur noch 178 Tage geben, dann wird sie vom Planeten gelöscht. Also, die Jungs haben einen mega geilen Humor, gefällt mir wahnsinnig gut. Wolfenstein 27.10., den Trailer, schaut ihn euch am besten komplett auf YouTube an.
700 points for Rupert now. Linda better get a move on. The army's power is unstoppable. Power means Kraft. This fellow knows his German, that's for sure. And this means... Ja, dann kommen wir zu einem relativ kleinen Titel, auch kleinpreisig zum Glück. Und zwar kommt Absolver am 29. August für PlayStation 4 und PC, kann ab sofort vorbestellt werden mit einem Rabatt von 10%, so dass das Spiel noch kostet 27,99. Also sowieso Laubpreistitel. Und was ist Absolver? Auch dafür muss ich jetzt hier im Notebook bleiben mit meinen Augen, mit meinen beiden Sinnen. Ganz einfach deswegen, ich konnte mir das nicht so wahnsinnig gut merken. Aber Absolver steckt Spieler hinter die Maske eines Prospekts. Also einer Spielfigur, die ein heiliges Gelübde abgelegt hat und sich den Anwärtern anschließt. Einer Eliteeinheit, bestehend aus Kombattanten, die dafür kämpfen, die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. In der Rolle eines Prospekts wählt man einen Kampfstil, der jeweils mit seinen eigenen Spezialfähigkeiten einhergeht. Er stellt sich sein individuelles Combat-Deck für den persönlichen Kampfstil und bla bla bla. Und hört sich geil an. Hört sich geil an. Also Kampfspiel, offene Welt, PvP. Und soweit ich das alles mitbekommen habe, ich glaube PvE, weiß ich gar nicht, ob es den überhaupt gibt. Ich glaube auch ein bisschen. Und also das ist dann halt ein Kampfspiel, da könnt ihr euch nicht digital Kostüme für brustgewaltige Kämpferinnen kaufen, sondern wirklich richtig geil kämpfen, richtig geil vom Abfluss her den eigenen Kampfstil gestalten und so weiter und so fort. Und ihr müsst Meister treffen, um von denen neue Kampfstile zu lernen und sowas. 4 verschiedene Stances habt ihr zur Verfügung. Also das Ganze wurde schon vorgestellt auf der E3 und ich fand, das sah wahnsinnig interessant aus. Wie gesagt, die sexy Kostüme mit Mädels in Bikinis, die fehlen total. Aber ich glaube, dafür kommt richtig mega geiler Combat. Kostet kleines Geld. Wie das Ganze laufen wird, ist ja auch ein kleines Studio. Müssen wir abwarten, ob es wirklich ein richtiger Hit ist. Aber habt ein Auge darauf. Wenn es am wievielten erscheint, ich habe es gerade euch erzählt gehabt, am 29. August, wenn es da erscheint, guckt dort genau hin, ob das nicht vielleicht, wenn ihr so ein Kampfakrobat seid, der einfach nicht genug Tasten auf dem Controller haben kann, dann solltet ihr vielleicht auf jeden Fall reinschauen. Und das war's erstmal. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen, weil wenn dem so war, richtig. Freue ich mich natürlich, wenn ihr den Daumen nach oben reckt. Ich freue mich darüber, wenn ihr das Video in den sozialen Netzen teilt. Und natürlich auch den Kanal abonniert, eventuell, weil dann verpasst ihr hier einfach kein neues Video mehr. Ich wünsche euch noch weiter. Ich denke, die meisten werden Urlaub oder Ferien haben. Wunderbare Ferien, einen tollen Urlaub. Wie auch immer, ja, tolles Wetter würde ich auch gern wünschen. Momentan sieht es so ein bisschen nach Weltuntergang aus. Aber die Hitze soll ja kommen nach Deutschland. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.